Hi, ich bin der Flo von Focus E-Bike. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Bergamont Focus E-Bike Cargo Bike hat mich hier gerade auf den Marstallplatz in München gebracht. Im Rahmen der IAA 2021 darf ich heute Canyon besuchen. Und ich bin ganz gespannt, was für Produkte 2022 auf dem E-Bike-Markt von Canyon erscheinen werden. Und das erfahren wir jetzt. Kommt einfach mal mit. Ah, hi. Servus. Grüß dich, ich bin der Flo von Focus E-Bike. Hi Flo, schön, dass du da bist. Also ich habe hier gerade euren Canyon-Stand gesehen und es ist ja Wahnsinn, was ihr aufgebaut habt. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was ihr für das Jahr 2020 auf dem E-Bike-Markt geplant habt? Genau, also du bist ja hier auf der IAA bei uns zu Besuch. Die IAA dieses Jahr keine reine Automobilmesse mehr, sondern eine Mobilitätsmesse mit verschiedenen Angeboten. Und für die Mobilität der Zukunft dürfen Fahrräder natürlich nicht fehlen. Deswegen sind wir mit unseren E-Bikes hier auf jeden Fall auch vor Ort. Wie du siehst, haben wir hier 5 verschiedene E-Bikes dabei. Vom E-Gravelrad bis zum E-Fitnessrad, über das Trekkingrad und Stadträder. Das Proceed On, das dürfte dir bekannt sein. Das haben wir schon als Kurzgetag-Video tatsächlich, genau, auf unserem YouTube-Kanal. Genau, und neben dem Proceed On haben wir für die Stadt auch noch den Commuter On. Das ist ein Pendelrad, ein super leichtes, agiles E-Bike. Das Bike, was hier quasi steht? Ganz genau, das Bike. Was Schutzbleche hat, ein voll integriertes Licht, ein Gepäckträger angebracht, ist ein Alurad mit Carbonteilen und einem Fazua-Motor. Also hier beim Proceed On hatten wir den Bosch-Motor, hier ist ein Fazua-Motor drin. Das Fahrrad an sich wiegt nur ungefähr 17 Kilo, also ist ein super leichtes Rad, selbstverständlich. Super. Nimm es gerne mal in die Hand. Ja, Wahnsinn. Genau, hat auch 3 verschiedene Unterstützungsstufen und lädt einfach dazu ein, sich in der Stadt schnell und flink fortzubewegen. Mhm. Genau. Das ist ja super leicht, wirklich. Richtig cool. Das heißt, Fazua-Motor, Bosch-Motor, wo ist da der Unterschied? Habe ich hier ein bisschen weniger Unterstützung und muss mehr selber machen? Oder also du hast beim Fazua-Motor einen Motor mit 55 Newtonmeter und 250 Wattstunden Akku. Beim Bosch hat man einen Motor mit 85 Newtonmeter und 500 Wattstunden in dem Modell so verbaut. Mhm. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen andere Unterstützung, aber unterstützt dich natürlich auch. Du hast, wie ich eben gesagt habe, 3 verschiedene Stufen, mhm, von Breeze bis zu Storm. Bei Fazua ist das ein bisschen anders. Mhm. Genau, und kannst da dann an deinem Rohr hier das verstellen, ganz nach deinem Gusto. Ach, wie cool. Damit kann man dann richtig gut fahren. Dann jetzt natürlich die Frage, die richtig interessant ist. Darf ich dieses Bike mal Probe fahren? Selbstverständlich. Wir haben extra eine Testflotte dabei, damit du da jedes Modell hier einmal Probe fahren kannst. Ich würde dir gerne eins rausgeben. Ja, cool. Vielen Dank. Gerne. So, vielen, vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Wirklich ein richtig, richtig tolles Fahrrad. Mega leicht. Ich hatte echt sofort vom ersten Tritt in die Pedalen das Gefühl, ich schieße davon. Aber dann in der Spitze durfte ich auch wirklich selber treten. Also es hatte eine angenehme Sportlichkeit. Und wie gesagt, weil das Bike so leicht ist, hat sich das auch nicht wirklich anstrengend angefühlt. Also echt toll. Eigentlich so das ideale Bike für die Stadt. Wenn man auch ein bisschen sportlich unterwegs sein will. Ganz genau, da hast du es auf den Punkt getroffen. Cool. Vielen Dank fürs Probefahren und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ja, danke, gerne. Dann wünsche ich euch ja noch viel Erfolg und ja, man sieht sich bestimmt wieder. Ganz genau, bis dann. Ciao. Ja, das war mein Besuch bei Canyon. Hat wirklich Spaß gemacht. Auch die Probefahrt war richtig, richtig cool. Es ist schön zu sehen, wie Design und Sportlichkeit hier Einhalt finden. Und ja, wenn ihr noch gespannt seid, was für andere Alternativen im E-Bike-Bereich auf der IAA 2021 auf euch warten, dann schaut doch einfach mal hier. Da haben wir noch weitere Videos für euch.